Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 5. Ich bin's wieder, euer Hello 1986, der in Silent Hill rumirrt und versucht, Rätsel zu lösen, die er sich selber aufgelegt hat, indem er erstmal hier weiter erkundet, was auf dem Friedhof los ist. Kann ich hier lang? Jo. Okay, hier ist so ein Nebeneingang, würde ich jetzt mal spontan behaupten, vom Friedhof. Ah, in die Richtung geht's weiter. Okay, und wir hören auch schon irgendwo mal wieder Monster. Leser, halte ein und denke über die Wichtigkeit nach, immer darauf vorbereitet zu sein, deinen Gott zu treffen. Denn du kennst weder Zeit noch Ort, noch Umstände deines Todes. Das stimmt. William P., geboren am 12. Dezember 1904, gestorben am 20. Februar 1906. Elijah J., geboren am 9. Oktober 1906, gestorben am 30. Oktober 1900... What the hell? Okay. Scheinen Kindergräber mal wieder zu sein. Und die haben... Dieser Grabstein ist so verwittert, dass nur noch wenige Buchstaben sichtbar sind. Scheinen nicht lange überlebt zu haben. Was? Dieser Grabstein ist fast völlig glatt, nur ein paar Zeilen sind lesbar. 1, 4, dies, A. Verstehe ich noch nicht so ganz. Aber ich denke mal, das wird sich gleich ändern. Was haben wir hier? Die Namen sind völlig verblichen. Okay. Diese Gräber sind wirklich sehr alt. Gut zu wissen. Die Tür ist verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Aha. Na, das ist doch auch schon mal interessant zu wissen. Die Tür, das Schloss ist anscheinend defekt, ich kann die Tür nicht öffnen. Das heißt, ich bin hier in einer Sackgasse. Gut, die kann ich nicht lesen. Und dahinter scheint auch schon irgendetwas zu sein, was auf mich wartet. Nein, da bist du! Ah, schön! Danke, dass ich jetzt endlich den Lecker finde. Ja, denn der... Macht hier eben gerade die So... Ich hab dir ins Gesicht geschossen! Ja. Ja, danke schön. Tolle Wurst. So, geh erstmal weg von ihm. Nein, geh nicht weg von ihm. Bleib in der Rauchwolke stehen. Hör mal, was ist denn hier eben gerade los? Hm? Jetzt komme ich hier mit einem einfachen Smoker nicht klar, oder was? So. Please open... dich. Verstehen. Ich hab'n getroffen, definitiv, denke ich mal. Naja. So, Feierabend hier. Ja, genial. Jetzt versuche ich natürlich nicht allzu oft die Maustaste zu drücken. Dankeschön. Damit der hier nicht sofort feuert, wenn ich aus der mir geht schlecht Haltung gehe. Und dann passiert sowas wieder. Mit dieser Waffe kann ich hier nicht durchbrechen. Ah, klar. Da. Ich reiße mir eine Wand ein. Cool. Und machen mir damit neue Wege frei. Granat erhalten. Ich würde jetzt mal ganz spontan behaupten, ich muss insgesamt eine weitere verfallene Gruft, insgesamt vier Rubine sammeln oder Granate und sowas. Alles. Um irgendetwas auszulösen. Beziehungsweise könnte ich ja schon fast behaupten, dass die beiden hier irgendwie reingehören. So, nach dem kurzen Leck mal wieder. Ah, okay, wir können sie also hier definitiv einsetzen. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt was rein? Naja, wir haben eh nur zwei Möglichkeiten, um das auszuprobieren. Das war anscheinend nicht richtig. Also, der Saphir kommt hier rein, der Granat kommt hier rein. Greifen oder sowas. Hä? Und nichts passiert.
Na, das ist natürlich auch sehr toll. Das Schloss anscheinend defekt, ich kann die Tür nicht öffnen. Hier steht weder Namen noch Daten, also wessen Grab ist das dann? Keine Ahnung. Und was hat es mit diesem Rätsel hier auf sich? Hier liegt H. Fuller, gestorben im Januar 1883. Sagt es denen, die vorübergehend damit meine Geschichte überlebt. Und die Herzen derer füllt, die an meinem Grab stehen bleiben. Okay, wird gemacht, Chefe. Diese Gräber sind wirklich sehr alt. Ich verstehe nur nicht den Zusammenhang hiermit. Also waren die doch vielleicht falsch rum dann. Also, dass hier doch der Granat reingehört und hier der Saphir. Und dort in der Seitentasche irgendwie was zu greifen oder kommt da was raus? Nein, gar nichts. Hm. Das verstehe ich ihm gerade nicht ganz so wirklich. Komisch. Hier liegen Frau und Tochter von jemandem. Okay. Habe ich jetzt irgendwas übersehen oder so? Oder müsste hier vielleicht ein Schlüssel rausfallen? Schlüssel wäre eigentlich am logischsten. Also hier steht 12, das alte. Und hier 1, das neue. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist alt, was ist neu? Ist ein Granat alt oder ist ein Granat neu? Okay, das Medaillon kann ich hier auf jeden Fall nicht benutzen. Hm. Versteh's nicht ganz. Das Einzige, was jetzt noch sein könnte, ist, dass ich dadurch, dass ich das jetzt benutzt habe... Moment mal. Okay, da könnten Monster drunter her, aber das tun sie nicht. Das finde ich sehr nett. Dass ich dadurch eventuell hier diesen verschlossenen Durchgang wieder freigemacht habe. Ja, und die Wand bröckelt immer noch, schon seit einer halben Stunde oder so. Die Tür ist verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Aber wenn ich einen Schlüssel brauche, wo kriege ich diesen Schlüssel her? Denn... Ich halte mich jetzt aber auch schon wieder mit Rätseln auf, die eigentlich gar nichts mit der Hauptgeschichte als solches zu tun haben, weil wir sollen ja eigentlich Richtung, gehen. Richtung Gefängnis gehen. So, was war jetzt hier hinten nochmal drin? Ich glaube, jetzt hatte ich den Granat da hinten drin gehabt. Jetzt versuche ich das nochmal einfach andersrum. Denn hier rausfallen tut ja nichts. Das ist ja eigentlich das, was ich so angenommen habe. Ja, ich gucke jetzt nochmal, vielleicht ist das Tor offen. Wenn es nicht offen ist, dann gehe ich erstmal weiter Richtung Gefängnis. Weil, was bleibt mir dann auch anderes zu tun? Tür ist verschlossen, ich brauche einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Also, hier geht's nicht weiter. Hier steht aber auch nichts weiter, irgendwie was interessant ist oder so. Ja, dann... Gehen wir doch richtig nach Silent Hill rein. Ach, und hier sind wieder irgendwo Monster, die ich schon mal erledigt hatte, aber die wieder aufgetaucht sind. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, da vorne haben wir dich ja. Aber du bist mir sowas von egal. Denn ich will nur noch durch diese Tür und mich dann in Silent Hill als solches umsehen, was da so los ist, warum da was los ist und was da so abgeht. Toll, eine ganze Folge auf dem Friedhof verschwendet, wo ich nichts gemacht habe. Wo ich nichts geschaffen habe, wo nichts voranging, wo wir einen schwarzen Bildschirm einfach mal kriegen, wie beim Übergang. Naja, ich würde sagen, in der nächsten Folge schaue ich mich in Silent Hill weiter genauer um und ich bin Hello986, wir spielen Silent Hill 5. Bis dann!